Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Und da hinten befinden sich Gegner, die wir jetzt übelst wegknacken. Wir haben in den letzten Folgen die Story hier in diesem, auf diesem Planeten quasi vollendet und können uns jetzt hier frei bewegen und die letzten Quests nochmal abschließen. Währenddessen wir ein paar Headshots landen. Wissen die schon, wo ich bin? Ich glaube nicht, ne? Der da sucht noch nach mir. Ja, der Hund ist sowieso zu blöd, mich zu sehen, oder? Nee, er hat mich. Er hat mich nicht. Oh, ist ja noch einer. Noch wissen die nicht, wo ich bin. Ich liebe es zu snipern. Das Arschigste, was man überhaupt machen kann. Ich will aufstehen. Kaboom. Sag mal, ist meine Waffe schon wieder halb am Zerstören? Zerstört sein? Geht. Aber ich muss echt irgendwie zusehen, dass die Reparaturrate ein bisschen sinkt. Sehr schön. Das nehme ich doch gerne an. Ich bin immer noch geschwächt von der Scheiße. Minen. Ah, hier sind wir. Wie, ich habe das da drin nicht gefunden. Wir schießen mal auf die Minen und gucken, ob da Gegner sich befinden. Keine Gegner hier? Sind die nicht respawned? Okay, der Schock ist wieder da und er ist an erster Stelle. Geil. Da leuchtet es noch, das gefällt mir nicht. Ich will nur mal gucken, ob die wieder da sind. Nee, scheint nicht so. Holen wir mal die Shotty raus. Nur für den Fall der Fälle, dass die hier wieder drin sind. Ich finde das lustig, dass hier alles immer noch im 80er-Jahres-Stil ist. Obwohl wir ja offensichtlich in der Zukunft leben. Okay, wir müssen hoch. Nee, die sind alle noch tot. Nice. So gefällt mir das. So, wir haben alle Bücher gefunden. Somit können wir wieder zurück. Ach, der ist immer noch da hinten? Wollten die nicht irgendwie weg oder so? Ja, und sobald wir die Quest abgegeben haben, wir könnten in die Stadt zurück. Und gucken, ob wir da noch die eine oder andere Quest finden können. Da. Wir fangen schon mal an, das zu erkunden. Ich dachte, die wollten zurück. Heute ist dein Glückstag, Thomas. Ich habe eins von diesen Datapads, die du so dringend gesucht hast. Alle, sozusagen. No kidding. Really? Well, which one? Teil 1. Look at that. Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. Two whole datapads? Be still my beating heart. Oh. Almost forgot your payment. Dankeschön. Ich hab noch mehr für dich. Don't keep me in suspense. Spann mich nicht auf die Folter. Es ist der letzte Teil. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. That's a complete set. All three parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Elektrisch geladene Oberfläche. Okay, danke. Das war ein Mod, ne? Ja. Elektrisch geladene Oberfläche. Ja, mein Rucksack-Mod ist weg. Kann man Mods irgendwie rausnehmen aus Waffen? Ich glaube ja nicht.
glaube ja nicht. Ja gut. Dann würde ich sagen, starten wir das fröhliche Erkunden. Gehen direkt geradewegs in ein schwereres Gebiet, höchstwahrscheinlich. Keine Ahnung, mal gucken. Aber das mit dem Waffenwechsel ist echt ein bisschen schäbig. Weiß ich, das ist nicht wirklich intuitiv. Ist mir so, als würde ich eine Axt nehmen und damit mir irgendwie eine Waffe aus dem Eisblock schlagen. So fühlt sich das an. Sind hier auch noch alle tot? Das wäre ja genial. Wir hatten da hinten eine Truppe Leute, Monster. Wir könnten uns an denen rächen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Rächen wir uns. Und hier gibt es auch diverse Höhlen, in die wir noch nicht reingegangen sind. Ich persönlich hoffe ja, dass wir langsam ein Level-Up bekommen. Oh Gott, wir haben erst ein Viertel. Dreh dich um, genau. Kaboom! Wie viel hält er denn aus? Oh mein Gott, das sind viele. Oh, bitte jetzt nicht sterben. Zero, tu mir das nicht an. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Sind die immer noch hinter mir her? Nö. Haha! Jetzt lauft ihr, ne? Jetzt lauft ihr. Alter, haben die viel Leben. Okay. Ungünstig. Wir brauchen einen Schlachtplan, wie wir die erledigen können. Da muss ja irgendwas Krasses sein. Irgendwas müssen die ja bewachen. Ich glaube nicht, dass wir da hinten hinkommen. Was haben wir denn hier? Oh Gott, ich dachte, es wäre ein Riesenviech. Irgendwas schreit hier rum, das gefällt mir nicht. Irgendeiner von denen ist auf jeden Fall ziemlich angeschlagen. Ich glaube, an den kommen wir nicht so leicht vorbei. Die nehmen leider nicht so viel Schaden wie hier oft. Wo sind die hin? Ist die schon wieder zurückgelaufen? Lol. Aber die haben alle wieder volles Leben, oder? Da liegen Leichen. Ja, die heilen sich einfach so krass. Ich muss die einen nach dem anderen erledigen, bevor ich abhaue. Ah, der hat noch gelebt. Oh, oh, jetzt nicht mehr. Gefällt mir nicht. Aha! Sei betäubt! Oh Gott, bald ein Stein für dich. Oh mein Gott! Oh! Nein, ich darf nicht sterben! Nicht sterben! Was sind das für magische Viecher? Schieß doch schneller! Was ist denn los mit dir? Okay, Leute, wir sind wieder hier und ich habe gerade gemerkt, ich bin am Verdursten. Wir sollten uns ein bisschen was nehmen. Koffein brauchen wir jetzt noch nicht. Gott, ich komme hier nicht klar mit dem ganzen pures Wasser da. Oh, noch mehr Wasser. Na gut. Also, folgender Plan. Wir töten einen mit Zeitlupe. Okay, der ist tot. Und dann laufen wir weg. Einer nach dem anderen wird so sterben.
Meine Zeitlupe hat nicht wirklich lang gehalten, ne? Faszinierend. Gott. Bleibt mal chillig, Leute. Wieso hält das nur ein Schuss? Oh Gott, ich muss nachladen. Lauf doch einfach, lauf doch! Ich mache an dem keinen Schaden. Habt ihr das gesehen? Das muss ich nochmal mit der Sniper prüfen. Es blinkt schon. Alter, wie schnell gehen die Waffen denn kaputt? Junge! Koloss. Wüstling. Junge! Geht doch. Ist halt einfach mal im Weg. Und ich brauche Reparaturfähigkeiten, ey. In den Arsch! Wir müssen mal prüfen, echt, wie viel Schaden wir an dem Koloss machen. Mit der Sniper. Okay, der ist weg. So, jetzt bleibt nur der Koloss übrig. Lass uns mal überraschen. Also, er muss ja irgendwie funktionieren hier. Hallo. Drei Schaden. Aber vielleicht ist es, weil er auf der Flucht ist. Vielleicht bekommen sie extra Rüstung auf der Flucht. Das müssen wir schauen. So, Mr. Koloss. Wow! Ich steck fest. Oh Gott, was habe ich gemacht? Okay, das ist Verlauf der Flucht. Habe ich gerade irgendwie aus Versehen was zerlegt? Hä? Weißt du, was habe ich denn gedrückt? Vergleichen? Was ich gemacht habe. Aber er ist tot. Das ist das Wichtigste. Dass er tot ist. Puh. Option habe ich gedrückt, ne? Aber reparieren kann ich nicht und zerlegen kann ich auch noch nicht. Das muss ich erst erlernen. Unterwegs reparieren und zerlegen wäre schon echt nice. So. Was bekomme ich hier von euch? Ich hoffe, es ist wirklich toll. Schwere Munition, Energiezellen, Bitmodul, Adreno. Ja, ich würde es jetzt nicht als geil abstempeln, sagen wir so. Also ist okay, ich habe ein Hirn bekommen. Viel können sie ja nicht haben. Ja, cool. War das nicht 3? 1? Ne, 2. Na gut. Aber wir haben da ja glücklicherweise noch einen zweiten Weg, wo wir sterben können. Und der ist hier auf der anderen Seite. Da sind Viechers. Mit Tunnel. Und Leiche. Wo sind die? Die sind weg? Sind die gerade dazugekommen? Kann das sein? Okay. Oh, Sichergriff. Und gehen wir mal durch. Wenn die weg sind, sind die weg. Oder sind die hier lang stolziert? Oh Gott, das sieht aus, als würde hier gleich ein Boss kommen. Nördliche Schlucht. Es gibt also auch noch eine südliche Schlucht. Mindestens.
Hier kommt doch gleich ein fetter Boss oder so. Guckt es euch an. Oh, ich wünschte, ich könnte speichern. Ich glaube, ich muss gleich laufen. Irgendwas kommt von da oben. Alpha-Möter. Ach, die schlafen. Das sind gar keine Leichen. Scheiße, die Waffe ist aber fast kaputt. Ah, ich kann damit nicht mehr schießen. Shit. Okay. Oh, das war leichter als gedacht. So ist der noch auseinandergeflogen. Ja, nice. Ich dachte, hier sind überall Leichen und da kommt irgendwas von oben gesprungen. Ich meine, diese Variante gefällt mir natürlich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Dass da jetzt kein Boss runtergesprungen kommt und ich bin tot. Also bin ich doch am Leben. Ja, cool, aber es hat nichts gebracht. Hier ist nichts, was man großartig looten könnte. Kein Elite-Krieger oder so, der mir seine Waffe vererbt. Oh, schade. Schade, schade, schade. Aber das ist diese Schlucht. Ich vermute fast, es gibt noch eine andere. Lass uns mal auf die Karte gucken. Nee, es war nicht die Karte. Was ist das für ein Punkt auf der Karte? So, Karte. Wir sind jetzt hier. Das kennen wir alles. Das ist die südliche Schlucht. Da haben wir auch schon mal reingeguckt. Was ist das? Blaue? Verkaufsautomat, Händler, Werkbank, Spielerposition, Schnellreise. Ja gut, Schnellreise können wir ja nicht machen. Ich denke, das Orangene hier, was wir sehen, das können wir betreten. Dann wird aber wahrscheinlich nicht mehr viel sein. Mal gucken. Ansonsten bei unserem Raumschiff hinter unserem Raumschiff gucken und dann können wir eigentlich schon losziehen. Dann haben wir alles gesehen, alles gelootet. Aber da war doch noch dieser Turm, den wir gesehen haben, aber ich glaube, der gehörte zum Kraftwerk. Bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, wofür der da war. Ja gut, unsere Waffe ist halb Schrott. Wir müssen diese hier nehmen. Und sagen, wir laufen einfach mal diese Straße entlang. Wollen wir mal gucken, was hier noch so ist. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen. Ich bin immer noch betäubt. Von dem Typen und von der Mine. Ne, ist doch die Stadt hier, oder? Ja, muss ja. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Zumindest liegen hier Leichen. Die ich nicht gelootet habe, also war ich doch nicht hier. Oh. Vielleicht war irgendwas anderes hier. So. Zerlegen wir ein bisschen was. Drei. 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 Mehr kriegt man nicht. Ein bisschen armselig ist das schon. So, wir hatten doch hier noch Viecher gesehen, die gegrast haben und alles, ne? Ich denke nicht, dass wir auf der Lava laufen können, deswegen versuchen wir es jetzt mal nicht. Aber zumindest mal die letzten Ecken und Kanten hier durchwühlen. Ja, da hinten müssten wir gewesen sein. Da können wir nicht hin. Ja, stimmt. Da geht's jetzt zur Stadt. Und da war dieser komische Tower, den wir gesehen haben. Aber ich habe hier auch noch die Viecher gesehen, die wir angegriffen haben einmal. Und da würde ich doch gerne vorher hingehen. Und dann laufe ich mal hinten zum Turm. Dann müssten wir aber auch... Alles klar. Rutsch, rutsch, rutsch einfach alles runter und stirb. Was ist denn hier? Gott, ist das eklig hier. Man wird einem ja schlecht, wenn man da reingeht. Na gut, hier scheint ja auch nichts mehr am Leben zu sein, deswegen alles in Ordnung. Die Viecher waren irgendwo bei einem Lagerfeuer. Es muss echt ein blöder Zufall gewesen sein, dass die unbedingt die zusammengesetzt haben, weil sowas habe ich sonst niemals gesehen. Hier haben die doch gegrast.
Ja, guck mal, das ist ein Meter. Ein einziger? Ne, zwei. Meter Heuchler und irgendein anderes Viech. Wo sind eure Köpfe? Autsch. Hör auf zu heulen. Kämpf lieber. Wurfballkarten. Noch mehr unnützes Zeug, das wir verkaufen können. Aber gegen die Möter ist eigentlich so eine Shotgun echt richtig gut. Kann ich die jetzt nur nicht aufheben, weil ich. Ja, weil ich gerade nachgeladen habe. Könnte sich hier etwas verstecken? Das sieht sehr auffällig aus, Freunde. Hallo, hallo. Niemand da? Holy! Oh Gottes Willen! Oh, okay, das war die Rache. Ich habe verstanden, keine Kleintiere mehr töten. Oh, wo kam die denn her? Feuerzeug, Wurfballkarte. Eloxiert. Rüstungsmodpanzerung. Erhöht den Rüstungswert von Körperpanzer und Helm gegen Korrosionsschaden. Ein Jagdgewehr der Stufe 2 und Adrenateil. Alter, haben die mich verjagt. Ich habe nur Kampfmusik gehört, habe auf die Karte geguckt und habe einen Punkt gesehen. Dachte, hä? Ich hab doch nichts gesehen. Dreh mich um und dann ist halt dieses fette Viech. Das mich fast umgebracht hätte. Puh. Gibt's hier noch mehr Geheimnisse? Ich glaube nicht, ne? Oder etwa doch. Was haben wir denn hier? Das muss aber auch untersucht werden. Wurfballkarte. Ich habe so das Gefühl, die kann man sammeln. Hätte ich das nur gemacht. Aber da kann man gar nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, ey. Aber wir sind fast am Schiff. Lol. Aber ich glaube, der Turm war das hier, ne? Ja. Ah, das ist ein Heuler. Ich wollte gerade sagen, was ist denn der so laut? Was ist denn der jetzt so tot? Hä? Was bist du denn jetzt so tot? Oh. Waffenteile. Venezuela hat er ja versucht zu begraben. Höchstwahrscheinlich irgendwie einen Verwandten oder so. Weil es hätte ja Geld gekostet. Also musste er es heimlich machen. Ist der Bewohner. Na gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Süden. In die Südschlucht. Stimmt, da hatten wir ja welche gesehen, aber konnten sie nicht besiegen. Jetzt sieht es aber anders aus. Huch. Holy shit. Okay, die haben schnell reagiert. Ich schon wieder überladen. Ach Gott. Die Schaufel ist was wert, ne? 3,8. Komma 3. 11. Ist schon besser. Das kann nicht der Wert sein. Was hat das zu bedeuten? Was hat dieser Diamant zu bedeuten? Ist er für irgendwie wertvoll?
Oder gehört da jemanden? Heißt das gestohlen? Ich weiß es nicht. Das ist seltsam. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was das heißt. So. Südschlucht, ich komme. Auch wenn ich meine Sniper nicht habe. Ich habe nur noch, immer noch meine legendäre Waffe hier. Altes Wrack. Okay, ist nicht die Südschlucht. Aber waren hier nicht Viechers? Ich hätte schwören können. Die Waffe ist auch schon wieder halb kaputt. Oh, ich dachte, da bewegt sich was. Irgendwie ganz seltsam. Die Viecher verschwinden einfach manchmal. Muss man nicht verstehen. Ach, hier hätte man am Anfang richtig gut looten können, wenn die Gegner nicht gewesen wären. Gewicht 15, aber ich brauche den. Auch wenn der schwer ist. Ja, ansonsten ist hier nichts. Schade. Schade, schade, schade. Nur ein altes Wrack. Ja gut, ein paar Sachen zum Looten gewesen, aber... Ja, für den Anfang wäre es natürlich nicht schlecht gewesen. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Ich drehe durch. Gut, hauen wir ab. Jetzt wird es Zeit, diesen verdammten Planeten zu verlassen. Wenn wir zurückkehren können, werde ich es auch irgendwann tun und sie alle erschießen. Weil ich kann. Ach, guck mal, es gibt sogar eine Abkürzung. Von da aus. Aber so kommen wir ja nicht hoch, ne? Ah ne, von da kamen wir, das war der Anfang. Ah, ich verstehe. War aber so wert. Nur mal gucken, ob es funktioniert. Ja, cool. Das war also... unser erster Planet. Mal zusammengefasst, wir sind hier gelandet, haben direkt die zwei Inspekteure umgebracht. Wir haben auf diesem Planeten Gutes wie auch Schlechtes getan. Zum einen haben wir den Strom von den Deserteuren geklaut, dann den Chef von der anderen Seite umgebracht und dann den Deserteuren die Chance gegeben, als Anführer zu sein. Ich finde, das ist ein guter Mischmasch von allem. Und wir reparieren erstmal unsere Waffen. So. Na gut, da verbessert sich der Schaden, wenn ich den heile, ne? Da nicht. Da auch nicht. Okay. Tüfteln. Ich könnte zwar noch an der Rüstung tüfteln. Aber es muss auch nicht sein. Es kostet alles Geld. Und wir müssen erstmal gucken, ob wir irgendwas mit unserem Geld in einer anderen Stadt anfangen können. Na gut. Auf geht's. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. Ja, aber vorher würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann fliegen wir höchstwahrscheinlich weiter, gucken, dass wir unseren Hunger und unseren Durst stillen und dann gucken wir uns an, wo wir landen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir... Oh Gott, ich habe gerade was Süßes gegessen und... Gott. Das sammelt sich ja immer alles so im Mund, wenn man etwas Leckeres gegessen hat.